Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind heute mal wieder am Start mit der 5. Episode und selbstverständlich aufgrund dessen, dass wir eine neue Woche haben und dementsprechend ein paar Sets, drei in der Zahl, 2 Premium Gold Sets, beziehungsweise Jumbo Premium Gold Set, also 15k Set aus dem Vorbesteller Set und ein Team of the Week Leihspieler Set. Die werden wir heute öffnen und wir werden um den besten Spieler, die Team of the Week Spieler sind draußen, ein Team bauen mit noch einem anderen Spieler und zwar dem One to Watch Giuliano, den ich heute einfach mal ausprobieren möchte. Das ist das Falsche, das wollte ich euch noch nicht zeigen, beziehungsweise das wollte ich jetzt hier gerade nicht benutzen, sondern, ja, die Formation habe ich noch nicht, aber auf jeden Fall der, ja, One-to-Watch, Giuliano ist der Spieler, um den es hier heute mehr oder weniger gehen wird. Zusammen mit dem Video überziehen. Wenn euch das gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es wird eventuell auch noch eine Deal-With-Folge mit Giuliano kommen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich will ihn auf jeden Fall noch ein bisschen ausprobieren. Deswegen wäre das ganz passend. Kann aber auch sein, dass es nicht passiert. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube nicht mehr viel. Wie gesagt, Daumen nach oben wäre sehr, sehr nice. Würde mich tierisch über freuen. Vielleicht packen wir mal wieder so die 700 Likes auf die 7 Minutes Squads. Das wäre ziemlich geil. Aber hier oben steht. Ne, warte mal. Da steht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall 1000 Likes wäre natürlich auch eine ganz, ganz nice Sache, ne? Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Code MaxGamingTV auf jeden Fall auschecken. Mein Merchandise auch auf jeden Fall auschecken, würde ich mich darüber freuen, wenn noch mehr Leute Teil der MGT-Army werden. Und ja, das Weitere natürlich können auch meine Social-Media-Links auschecken, beziehungsweise da vorbeischauen. Gerade Instagram sehr wichtig, ja, bei Twitter, doch, Twitter eigentlich auch. Ich bin jetzt einmal gespannt, ob das hier funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, seht ihr jetzt hier einen Cut. Ich könnte einfach nur noch kotzen. Ich könnte echt kotzen. Wir haben Xabi Alonso gezogen, damit ihr das wisst. Ja, grüßt euch, da sind wir wieder. So, ihr habt gehört, beziehungsweise im Endeffekt auch gesehen, es gab mal wieder Probleme, es gab mal wieder verwechselte Bilder. Der Spieler, den wir gezogen haben, war Xabi Alonso, sehen wir auch hier. Erstbesitzer, gezogen am, steht das da? Ne, Ausgabedatum steht da nicht. Aber naja, das ist ja auch logisch, wir sind der Erstbesitzer, Schwachsinn. Ja, wir bauen um diese beiden Team. Ich habe mich für die Formation entschieden, weil Giuliano ist bei mir ZM. Das passt auch wenn er nicht so wirklich verteidigen kann, aber ich habe halt die Karte da und deswegen passt das. Und Alonso ist ein Sechster, deswegen spielt er auf der 6. Bin mal gespannt, was ich daraus zaubern kann. Wir haben 7 Minuten natürlich mal wieder Zeit und ich würde sagen, wir starten durch in 3, 2, 1 und go. Ich hoffe übrigens für die nächste Episode, ich habe hier mittlerweile 3 Packs aus der Weekend League, 3 richtig krasse Packs. Ich time waste jetzt einfach mal hier. Ein 2 Megasets und ein seltenes Spielerset, also ein 100k-Set, 50k-Set. Ich hoffe, dass es da nicht verpixelt. Ah, wir müssen dann sehen. Wir gehen auf den Transfermarkt. Und ich weiß schon, was ich machen werde, beziehungsweise ich habe schon einen Spieler im Kopf und das ist Javi Garcia, einfach weil das perfekt ist. Der spielt bei Zenit, ist Spanier und damit verlinkt er Giuliano und Xabi Alonso und das möchte ich dann auch machen. Die weitere Sache ist, wie machen wir weiter, weil Brasilianer ist halt so eine Sache, also Giuliano müssen wir jetzt halt irgendwie verlinken. Aber wir machen das, glaube ich, ganz easy. Wir nehmen erstmal noch einen Linksverteidiger und auch da einen von Zenit. Können wir einen Rechtsverteidiger nehmen. Ne, wir nehmen Linksverteidiger von Zenit St. Petersburg. Und zwar lasse ich mir da mal an... Ne, an Seite spielt er nicht mehr, ne? Wer spielt da noch? Haben die überhaupt noch vernünftige? Ja, Crescito. Okay, alles klar. Dann nehmen wir Crescito da auf der Linksverteidigerposition. Nebenbei, erzähl mir noch mal einer von euch, dass meine Aussprache nicht richtig ist, wenn ich Paco Alcácer sage. Der einzige Fehler daran ist, dass es Alcácer heißt und nicht Alcácer, weil der Akzent auf dem A ist. Aber sicherlich nicht das C falsch. Das C ist komplett richtig. Ich habe es mit meiner Spanischlehrerin. Okay, wir haben sowieso über Aussprache geredet, aber da habe ich sie nochmal gefragt. Es wird Alcácer ausgesprochen. Das ist... Okay. Wie auch immer. Wir machen weiter. Wir haben den fast schon komplett verlinkt. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um Xabi Alonso. Ja, ich will ja mehrere Ligen. Innenverteidiger Bayern ist dann schlecht, weil er hat ja einen Deadlink und er darf ja nicht einen zweiten Deadlink haben. Das heißt, wir können Javi Martinez nehmen, aber dann können wir keinen Innenverteidiger nehmen, weil der müsste ja auch Spanier sein. Und dann hätte Xabi Alonso einen Link zu viel. Logik ergibt dann, dass wir einen Spanier aus der Bundesliga nehmen. Alvaro Dominguez im Idealfall. Natürlich klasse, wenn man da nicht mal Innenverteidiger eingibt. Gibt es noch einen anderen? Also es gibt Martinez, Dominguez und ich glaube, das war's. Vallejo gäbe es noch. Oh. Und Bartra. Dann nehmen wir doch... Ah, Hochmittelarbeitsrate. Sowas mag ich ja gar nicht. Gering hoch bei Vallejo. Geht übrigens eventuell zurück zu Madrid, aber wir nehmen mal Bartra jetzt einfach... Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber weil Dortmund. 69 Füße ist für den Innenverteidiger auch echt schwach. Aber ist egal. Ja, der hat einen Strongling. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen spanischen... weiteren Innenverteidiger. Theoretisch passt das alles. Ich will keinen aus der spanischen Liga nehmen, weil die spanische Liga will ich nach oben packen.
Albiol ginge. Osmar ginge auch. Fernandes eher nicht. Geilwert auch nicht. Rami auch nicht. Oder Rami. Ne, Rami. Wenn wir Logikbedenken betreiben. Das gefällt mir irgendwie nicht. Hernandez könnte man noch nehmen von Leicester. Dann gehen wir mal in der Serie A und holen uns Raul Albiol. So, der ist ein bisschen langsamer, aber ein bisschen physisch stärker. Dann brauchen wir einen Rechtsverteidiger von Napoli. Und dann nehmen wir dann nochmal ganz einfach, würde ich sagen, Hüsey. Ehemaliger Dortmund-Karrieremodus-Spieler von uns. Maggio könnten wir auch. Ne, wir haben auf der anderen Seite schon Italiener. Dann nehmen wir dementsprechend Elsted Hüsey. Auch der ist ein unglaublich schwieriger Name. Torwart brauchen wir auch einen Spanier dann logischerweise. Nicht außer... ich mag Valdes halt überhaupt nicht. Der ist ein... Ich habe so schlechte Erinnerungen aus FIFA aus den letzten Jahren. Aber wahrscheinlich müssen wir ihn nehmen, weil was für eine andere... Ach, Casillas. Ja. Oder Adrian. Casillas sieht schon besser aus. Casillas hat keine Ballsicherheit mehr. Ist aber dafür deutlich schneller, schlechterer Abschlag. Deutlich mehr Positioning, deutlich mehr Hechten. Wir nehmen Casillas in Kasten. Jetzt müssen wir nur vorne was machen. So, was brauchen wir denn da noch? Ich glaube, Giuliano ist... Ne, Giuliano ist nicht fertig, ne? Giuliano braucht noch einen Brasilianer. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Brasilianer. Ach, ne. Wir brauchen einen linken Flügel-Brasilianer aus der BBVA. Ich habe die Befürchtung... nee, da gibt's nur Neymar. Oh, scheiße. Ich kann mir Neymar leider Gottes nicht leisten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein Brasilianer. Der hat 2 Sterne Skills und 2 Sterne Weakfoot. Was bist du für ein Brasilianer? Das ist ja eine Schande. Ich glaube, der hat irgendwann mal in Italien gespielt. Kann das sein? Bei Udine oder so? Irgendwo erkenne ich das Gesicht, habe ich das Gefühl. Die Sache ist, wo gibt es jetzt einen spanischen Stürmer im Notfall? Also, weil das gäbe es halt in der spanischen Liga, aber sonst sind spanische Stürmer. Premier League ginge noch mit Lucas Perez. Aber in der, da könnten wir dann hier, ich habe doch gesehen, ich glaube, das habe ich gesagt, ne? Ich habe es irgendwie im Kopf, dass ich den Inform Orellana nicht gezogen habe, aus dem Leihspiel, das ich einbauen wollte. Soriano. Aber da gibt es auch keinen Brasilianer in der Liga. Gibt es einen brasilianischen linken Flügelspieler in der Premier League? Darauf kommt es jetzt an. Ja. Könnte ich mir zwar leisten, aber nee, eher nicht so. Dann nehmen wir diesen Silva-Kollegen da. Silva. Und dann müssen wir jetzt noch einen Stürmer suchen, der bei Vigo spielt. Und da haben wir Iago Aspas. Erstmal holen wir Orellana. Ob ich dann wirklich Aspas nehme? Warte mal, was ist das mit der Chemie? Nee. Wenn wir jetzt hier Javi Garcia hinpacken, hier Orellana, Iago Aspas, Hüsey, das passt nicht. Das heißt, wir brauchen einen spanischen Rechtsverteidiger. Am besten nicht aus der Serie A. Gucke. Ist nicht ideal, ist sehr langsam. Jesus Gámez ging ja auch. Der hat sogar noch mehr, deutlich mehr Physis. Ist offensiv nicht ganz so stark, aber ich glaube, den würde ich dann bevorzugen. Aber jetzt, ja, komm. Es ist Newcastle. So, und dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig. Mit Iago Aspas vorne drin. Und Orellana. Ich mach mal eben fertig, Sekunde. So, Freunde, es geht auf. Auch wenn wir mit 4, glaube ich, 4, ja, sehr wenige Nationen haben, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ligen. 4 Nationen, 6 Ligen, das passt auf jeden Fall. Wir brauchen noch einen spanischen Trainer für Javi Garcia. So, nehmen wir den hier. Und ich denke mal, dann dürfte das alles laufen. Ich suche mal einen Gegner und dann hauen wir rein. So, unbekanntes Territorium für mich. 4. Liga habe ich bisher noch nicht gespielt. Wir spielen gegen Bundesliga-Team mit Müller, mit Wendell, mit Leno, mit Thiago, mit Hernandez. Sehr starkes Team, kein Rating unter 78. Okay, dann unter 80 eigentlich, abgesehen von Wendell. Wir spielen uns im November-Kit. Das heißt, das wird bestimmt interessant werden.
Zwei Sterne Skills, zwei Sterne Weak Foot, ist anscheinend Rechtsfuß, also ist wichtig zu wissen. Ball in die Mitte auf Iago Aspas. Iago Aspas noch nicht so stark, aber in der Anfangsphase hier zumindest schon mal keine Fehlpässe und das ist mir ganz, ganz wichtig. Oh, Giuliano, klasse gemacht und was ist das denn für ein Abschluss? Der war miserabel. Oh, 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 und abseits, ja, egal ob der Ball drin ist oder nicht, das war Pech. Orellana, alter Schwede, hat der einen rausgeschweißt. Was war denn da los? Richtig geiles Tor. Movember, Hashtag Movember. Vorlage kam von Giuliano. Und das Ding hat dann mit Mach 50 unter die Latte gehauen. Unsere Fans feiern uns zur Halbzeit mit dem Movember-Kit. Und das zu Recht ein bisher absolut einseitige Geschichte. Wir sehen es hier einmal, Ballbesitz deutlich in seiner Hälfte. Und wir haben bisher auch noch keinen Schuss aufs Tor kassiert. Wenn es so weitergeht, easy win. So schön zusammengespielt. Ich glaube, ich lasse den ganzen Angriff mal durchlaufen. Und dann gerätscht Höwedes dazwischen. Vielleicht aber eine gute Freistoßposition. Wer weiß. Giuliano, der müsste das normalerweise ein bisschen drauf haben. Ich weiß es aber nicht genau. Schauen wir mal. Der sieht nicht schlecht aus. Und Leno mit einer Parade. Also in der zweiten Halbzeit passierte leider Gottes absolut nicht viel. 75. Minute mittlerweile schon. Und ich glaube, ich habe einmal den Freistoß aufs Tor geschossen. Ansonsten in der zweiten Halbzeit noch nichts, aber einfach auch, weil ich nicht darauf gehe, zu schießen, sondern eher zu kombinieren und schöne Tore zu schießen. Das Problem kennt man ja bei mir. Und deswegen verspiele ich meistens die Führung. Aber bisher hat er noch nicht einmal aufs Tor geschossen und das soll auch im Idealfall so bleiben. Ändert sich aber vielleicht jetzt. Nee, noch nicht. Ah, jetzt wird sich ändern. Nee, abseits. Das darf nicht als Schuss zählen. Oh, hei, hei, hei. Ja, Alonso, man kennt ihn. Der hat geile Longshots. Meistens zwar Volleys, zumindest bei Bayern. Aber auch bei mir geht das anscheinend. Oh, der Pass war richtig beschissen. Jetzt bloß in den Konter reinlaufen. Oh nein, eine Ecke. Verdammt, da könnte jetzt ja eine Torschuss draus entstehen, den ich nicht haben wollte. Das wäre natürlich bitter. Oder im noch schlimmeren Fall, es könnte der Ausgleich passieren. Würde passen, 90. Minute. So aber eher nicht. So, aber... Ich sag's noch, man kennt ja bei mir. Und dann sowas. Auch total scheiße verteidigt. Oh Mann, ey. Ich lass mir noch die Butter vom Brot nehmen in so einem Spiel. Ich hab ganz vergessen, dass das Liga war. Oh, es gibt ja gar keine Verlängerung. Das ist noch bitterer. Fuck! Gut, der eine Schuss von Bellarabi immer wieder gezählt. Warum, weiß kein Mensch. Aber darum muss ich immer klarkommen. Total unnötig. Total unnötig. Aber ihr könnt euch wieder darüber freuen. Aha, wie dumm. Egal. Ich hoffe trotzdem, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung, IGVolt und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann komplett verzweifelt beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein. Oh Mann, ey. Und ciao.